Vor 2,5 Wochen habe ich ein Experiment gestartet, und zwar habe ich verschiedene Top-Dressings genommen und habe Rasen gesät und wollte einfach gucken, wie der Rasen bei den verschiedenen, unter den verschiedenen Top-Dressings keimt, aufquellt, dann keimt und wächst und wie er gedeiht. Und ob es überhaupt einen Unterschied macht, wollte ich sehen, oder ob das eigentlich egal ist. Jetzt sind 2,5 Wochen rum und das Resultat, der Jetzt-Zustand, den möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Das ist, glaube ich, das Video Nummer 3, genau, von dem Experiment, und ich fange wieder bei der Blumenerde an. Los geht's! Bei der Blumenerde ist es echt interessant, weil die Blumenerde ist fast verschwunden, die Lücken sind kleiner geworden, aber ich sehe keine Helmchen. Ich muss wirklich danach suchen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es kommen zwar kleine Helmchen raus hier, die sind auch schon etwas länger, aber ich muss wirklich danach suchen. Anders sieht es aus bei dem Erde-Sand-Gemisch. Das zeige ich euch jetzt. Es ist zwar sehr, sehr lückenhaft. Die Lücken sind größer als bei der Blumenerde. Und aber man sieht halt auch viel mehr Helmchen. Ich muss nicht lange suchen. Die Helmchen sind da, hier. Hier keimen auch wieder ganz kleine Helmchen. Das müsste die Poa pratensis sein, glaube ich, oder Festuca rubra, weil die keimen nach, ja, 14 Tagen, glaube ich, fangen die an hochzukommen. Die anderen Helmchen, die jetzt schon länger sind, das müsste Lolium perenne sein, die keimt nach 7 Tagen, genau, nach 7 bis 14 Tagen kommt die aus dem Boden. Also Erde-Sand-Top-Dressing ist wirklich voll mit Lücken, aber es kommt und es wächst. Es ist ja auch kalt, es ist immer noch wirklich, das Wetter, Leute, ist nicht normal. Wir haben Mitte Mai und es ist immer noch kalt und knapp über Gefrierpunkt nachts. Das ist der Hammer. Also wir haben hier Temperaturen nachts, da sind da 3 Grad, 4 Grad und so. Und tagsüber auch nicht viel mehr über 10 Grad. Jetzt haben wir gerade 10 Grad. Es ist einfach zu kalt für den Rasen. Ich glaube, wäre es wärmer, wäre auch die Keimrate besser und der Rasen hätte sich viel besser entwickelt. Aber es ist leider noch zu kalt. Die letzten 2 Wochen hat es jeden Tag geregnet. Gestern war der erste Tag, wo der Regen ausgesetzt hat, aber die letzten 2 Wochen hat es so viel geregnet. Das heißt, ich musste nicht selber wässern. Auch der Wollrasen, der ist die ganze Zeit nass gewesen. Den muss man natürlich auch immer feucht halten. Und dadurch, dass es geregnet hat, hatte ich da einen leichten Job. Gestern hat der Regen einmal ausgesetzt, da habe ich selber gewässert. Aber ansonsten, heute soll es wieder regnen ab 13 Uhr. Ich habe im Wetterbericht geguckt und dann geht das Ganze weiter. So, jetzt komme ich zu der teuren Blumenerde und billigen Blumenerde Top-Dressing-Sache. Und die sieht so aus. Also, passt auf, hier ist die billige Blumenerde. Da seht ihr viele Lücken. Es keimt zwar überall was, aber es ist einfach lückenhaft. Und jetzt, wenn ich mal weiter skippe. Und wenn ich jetzt mal einen Schritt weiter gehe zu teuren Blumenerde, da sieht das Ganze wirklich anders aus. Und da ist ein riesiger Unterschied. Liegt es jetzt am Top-Dressing, weiß ich nicht. Aber der Unterschied ist definitiv da. Schaut selbst. Überall kommen die kleinen Helmchen raus. Überall. Auch ganz kleine Helmchen, wie gesagt, Pratensis. Jetzt geht es hier weiter. Schaut euch das an. Es ist wirklich viel. Viel. Jeder Zentimeter kommt hier ein kleines Gräschen raus und das ist überall so und leider ist das auch mit dem Unkraut so. Hab eine Menge Unkraut hier an dieser Stelle. Komischerweise hier bei der billigen Blumenerde ist fast kein Unkraut und bei der teuren Blumenerde konnte das Unkraut richtig gut gedeihen, genauso wie es der Rasen da tut. Und ja. Aber Unkraut ist ein kleines Problemchen, das kriegt man relativ schnell in den Griff. Ich benutze immer Banvel Quattro, das ist ein Unkrautvernichter von Compo. Ich verlinke euch den, wenn ihr den noch nicht kennt. Den habe ich schon ein paar Jährchen und ich bin damit echt zufrieden. Also Leute, da geht Unkraut wirklich ein und da habt ihr kein Problem. Einfach drüber spritzen. Weiter geht's jetzt mit dem Torf. Und zwar Torf-Top-Dressing. Da sieht das Ganze so aus. Auch gar nicht schlecht. Hier keimt auch ordentlich was. Überall kommen kleine Helmchen raus. Aber sie wachsen halt nicht. Es ist zu kalt. Es ist echt zu kalt. So, jetzt regnet es noch stärker. Ich beeile mich. Jetzt werde ich schneller reden. Hier ist Torf und Kompostgemisch. Da sieht die Keimrate auch gut aus. Hier kommen überall kleine Helmchen raus, aber leider noch klein, hat sich nicht gut entwickelt wegen der Kälte. So, jetzt komme ich zu dem, wo ich nur Kompost genommen habe. Da sieht das Ganze so aus. Es ist auch nicht viel anders als die anderen Stellen, die ich euch jetzt gezeigt habe. Hier kommt auch ordentlich was raus. Jetzt habe ich nur Kompost genommen an dieser Stelle und da sieht das Ganze so aus.
Also genauso wie bei den anderen auch. Einzige, wo ich einen Riesenunterschied sehe, ist bei der teuren Blumenerde da hinten. Wie gesagt, wo auch viel Unkraut gewachsen ist. Genau, das ist das Einzige, wo ich einen deutlichen Unterschied sehe. Aber eine interessante Sache ist auch noch, ich habe vor anderthalb Wochen angefangen, meine Poa Anua auszustechen an manchen Stellen und habe dann Erde-Sand-Gemisch genommen, selbe Topdressing wie hier und habe Rasen gesät und dann eine hauchdünne Schicht nochmal drüber gegeben, genauso wie ich es da hinten auch gemacht habe, nur hier. Nach anderthalb Wochen ist wirklich viel, viel mehr gekeimt. Es ist wirklich interessant. Das ist der Wahnsinn. Beim ersten Video von diesem Topdressing-Experiment hatte ich diese Stelle noch nicht. Die kam erst danach und wahnsinnig schnell gekeimt. Warum? Weiß ich nicht. Woran das liegen kann? Keine Ahnung. Weil dasselbe Topdressing da hinten, schlechtes Resultat und hier ist echt gut. Und das letzte Thema, was ich ansprechen wollte, ich habe eine Maßnahme gemacht bei der Poa Anua. Und zwar habe ich sie mit Essigessenz eingesprüht und die Anua wurde nach 3 Stunden weiß. Sie wurde weiß. Ich habe Essigessenz genommen und habe einfach punktuell auf die Anua gesprüht und wie ihr seht, sie ist richtig weiß. Genau, jetzt habe ich mich ein bisschen belesen und habe herausgefunden, dass die Chlorophyllbildung durch das Essig, die Nutella, das Nutella, ist genau so ein Ding, Chlorophyllbildung. Durch Essig wird die Chlorophyllbildung gestoppt. Das heißt, die Pflanze kann nicht mehr grün sein, weil Chlorophyll macht die Pflanze grün. In den Zellen der Pflanze sind so tausende kleine grüne Kügelchen und das ist das, was wir als Gesamtbild als grün dann sehen. Und diese Kügelchen werden durch Essig halt angegriffen und zerstört. Somit kann Chlorophyll nicht mehr in der Pflanze wirken. Chlorophyll, Wasser und der ganze andere Rest in der Pflanze tritt durch das Essig, weil Essig greift ja an, tritt es aus der Pflanze raus und somit wird die Pflanze weiß. Und deswegen habe ich hier gerade weiße Stellen. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt meine Anua zerstört habe. Es kann nämlich durchaus sein, dass Essig hat sie halt angegriffen, aber die Pflanze lebt noch, weil es nicht zu den Wurzeln kam und somit kann die Pflanze sich wieder regenerieren. Muss nicht sein, abwarten, ich guck's mir an. Das sieht hässlich aus, es ist überall weiß jetzt, weiße Stellen. Die ganze Poa-Invasion in meinem Garten möchte ich euch auch mal ganz oberflächlich schnell zeigen. Das heißt, hier fängt es an. Hier ist alles die Poa Anua und die wird hier richtig, breitet sie sich aus. Hier ist alles Anua bis nach da hinten, das ist so ein Strich. Da ist auch dieser Strich, da ist es dunkelgrün, hier ist es hellgrün. Das alles ist Anua. Ich habe hier voll die Invasion und ich werde sie nicht mehr bekämpfen. So. Ich werde sie auch nicht mehr ausstechen, die ist einfach überall. Ich werde sie schön tief mähen mit dem anderen Rasen. Ich werde düngen, dann wird das alles grün und ich hoffe, ich kriege dann ein einigermaßen einheitliches grünes Bild des Rasens, dass das dann schön ist, wenn diese ganzen Lücken hier zugewachsen sind, dass das dann einheitlich aussieht, trotz Anua. Ich meine, Anua ist ein Rasen und es ist kein Unkraut, was man nicht wegkriegt. Von daher muss man mit ihr leben. Ich glaube, es gibt fast keinen Garten auf dieser Welt, der keine Anua hat. Und deswegen mache ich mich da jetzt nicht verrückt. Was wollt ihr sagen? Ich freue mich auf die Kommentare, Leute. Die Kommentare, Wahnsinn. Ich habe gestern stundenlang gelesen. Wer es noch nicht weiß, ich habe gestern das erste Mal eure Kommentare gelesen. Schaut euch das Video dazu an. Ich habe eine Erklärung gemacht. Wahnsinn, Leute. Und da hatte ich gestern wirklich Zeit und habe mich da hingesetzt. Stundenlang habe ich Kommentare gelesen, es waren echt einige. Ich habe auch versucht, alle zu beantworten. Das nächste Video, was ich dann machen werde, das ist dann nochmal über den Wollrasen. Da will ich euch die Entwicklung zeigen und nochmal ein bisschen was darüber erzählen. Denn ich habe im ersten Video nicht alles gesagt, was man über den Wollrasen wissen sollte. Das alles kommt aber im nächsten Video dran. Ich freue mich drauf und ich freue mich natürlich auf die Kommentare. Ansonsten sage ich jetzt danke fürs Zugucken. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet ein beim nächsten Video. Würde mich freuen. Danke fürs Zugucken. Euer Misha von Solid Green.